Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem Let's Read. Ja, gerade mal wieder aufgestanden, aber wir haben heute ein bisschen früher, das freut mich auf jeden Fall, sonst ist mein Schlafrhythmus wieder im Arsch. Und ja, Band 5 heute. Das war im letzten Mal, ach ja genau, sie hat mit diesem gummigen Pseudo-Pseudo-Peadohianer geschlafen und der ist dann verreckt, weil die psychisch was dagegen hat. Ja, genau, so war das. So, gut. Mal gucken, mit wem sie heute schläft. Nein, Quatsch. Mal gucken, was heute passiert. Die Wolfskönigin, Band 5 von Warfin Yarf. So, kurz mal sehr gemütlich hier hinsetzen. Aufgeschrieben von Insolicus, einem Schüler des Montokai und Weisen des 2. Jahrhunderts der 3. Ära. Das ist aber jetzt neu. 3.119. 21 Jahre lang herrschte Antiochos Septim in Tamriel und bewies, dass er trotz seiner moralischen Mängel an einen fähigen Führer war. Ein fähiger Führer war. Sein größter Sieg war der im Inselkrieg des Jahres 110, als der kaiserlichen Flotte und der königlichen Marine der Somerset-Inseln zusammen mit den magischen Kräften des Psychic-Orden die Zerstörung der Invasionsarmada von Piandonia gelang. Genau, die meine ich. Seine Geschwister König Magnus von Klein Mottien, König Sephorus von Gilane und Potema die Wolfskönigin des Königreiches von Einsamkeit herrschten gut und die Beziehung zwischen den Kaiserreichen und den Königreichen Tamriels verbesserte sich fortwährend. Jedoch hatten Jahrhunderte der Vernachlässigung noch nicht alle Narben geheilt, die zwischen dem Kaiserreich und den Königen von Hochfels und Himmelsrand existierten. Während eines der seltenen Besuche seiner Schwester und seinem Neffen Uriel fiel Antiochus, der während seiner Regentschaft unter verschiedenen Krankheiten gelitten hatte, in ein Koma. Über Monate siechte er in einem Zustand zwischen Leben und Tod dahin, während sich der Ältestenrat sich auf die Übernahme des Throns durch seine 15-jährige Tochter Kentyra vorbereitete. 3.120. Mutter, ich kann Kentyra nicht heiraten, sagte Uriel von dem Vorschlag, der erheitert. Was? Entschuldigung. Sagte Uriel von dem Vorschlag eher erheitert, denn beleidigt. Sie ist meine Cousine ersten Grades und außerdem glaube ich, dass sie mit einem der Fürsten des Rates verlobt ist, mit Modellus. Ihr seid so zimperlich. Dies ist nicht die Zeit und nicht der Ort, um über Anstand nachzudenken, sagte Potema. Aber ihr habt, was Modellus angeht, in jeder Beziehung recht. Und wir sollten den Ältestenrat in dieser kritischen Lage nicht verärgern. Was haltet ihr von Prinzessin Ragma? Ihr habt in Farum recht viel Zeit in ihrer Gesellschaft verbracht. Sie ist in Ordnung, sagte Uriel. Sagt mir nicht, dass ihr alle schmutzigen Einzelheiten hören wollt. Wie alt ist ihr? Bitte erspart mir das anatomische Detail. Potema schnitt eine Grimasse. Aber würdet ihr sie heiraten wollen? Ich denke schon. Sehr gut, dann werde ich die Vorbereitungen treffen. Potema machte sich eine Notiz, bevor sie fortfuhr. König Leromo war ein schwer zu haltender Verbündeter und eine politische Heirat sollte Farun auf unserer Seite halten, falls wir sie brauchen sollten. Wann ist die Beerdigung? Welche Beerdigung? Fragte Uriel. Jemand die von Onkel Antiochus? Natürlich, seufzte Potema. Ist in letzter Zeit noch jemand gestorben? Eben rannte eine rotwadonische Kinderhorde durch die Hallen, also nehme ich an, dass Sephorus angekommen ist. Magnus ist gestern am Hof eingetroffen, also sollten sie jetzt jeden Tag stattfinden. Dann ist es Zeit, den Rat anzusprechen, sagte Potema lächelnd. Sie kleidete sich ganz in Schwarz, nicht farbenfroh wie sonst. Es war wichtig, als betrübte Schwester angesehen zu werden. Sie sah in den Spiegel und stellte fest, dort jedes ihrer 53 Jahre zu sehen. Eine silberne Strähne schlängelte sich durch ihr rotbraunes Haar. Die langen, kalten, trockenen Winter im nördlichen Himmelsrand hatten ihr ganzes Gesicht mit Falten überzogen, dünn wie ein Spinnennetz. Aber sie wusste, wenn sie lächelte, konnte sie immer noch Herzen gewinnen und durch einen finsteren Blick Angst erzeugen. Es reichte für ihre Absichten. Potemas Rede vor dem Ältestenrat ist durchaus für Schüler öffentlichen Reden studierenswert. Sie begann mit Schmeicheleien und Selbstschämung. Meine höchsterhabenden und weisenden Freunden, Mitglieder des Ältestenrats, ich bin nur eine Provinzkönigin und ich kann nur annehmen, dass ich zur Sprache bringe, was ihr bereits bedacht habt. Sie fuhr fort, indem sie den einstigen Kaiser lobte, der abgesehen von seinen Fehlern ein beliebter Herrscher gewesen war. Er war ein wahrer Septim und ein großer Krieger und zerstörte dank euren Rates die fast unsichtbare Kriegsflotte von Piandonea. Doch sie verschwendete wenig Zeit, um zu ihren eigentlichen Anliegen zu kommen. Die Kaiserin Gisela tat unglücklicherweise nichts, um den wohllüstigen Charakter meines Bruders zu zügeln. Selbst eine Hure aus den Elendsvierteln der Stadt hat sich nicht in mehr Betten begeben als sie. Hätte sie ihre Pflicht im kaiserlichen Schlafgemach getreuer erfüllt, so hätten wir einen wahren Erben für das Kaiserreich. Nicht diese schwachköpfigen, unehrlichen Muttersöhnchen, die sich die Kinder des Kaisers nennen. Das Mädchen namens Kentyra wird allgemein als die Tochter von Gisela und dem Hauptmann der Wache angesehen.
Es mag sein, dass sie die Tochter von Gisilla und dem Jungen, der die Zisterne reinigt, ist. Wir können das nicht mit Sicherheit wissen. Nicht so sicher, wie wir die Herkunft meines Sohnes Uriel kennen, des ältesten wahren Sohns des Herrschergeschlechts, der Septim. Meine Fürstin, die Prinzen des Kaiserreiches werden keinen Bastard auf dem Thron dulden, das kann ich euch versichern. Sie endete gemäßigter, aber mit einem Aufruf zum Handeln. Die Nachwelt wird über eure Taten urteilen. Ihr wisst, was getan werden muss. An diesem Abend bewirtete Potema ihre Brüder und deren Ehefrauen im Kartenraum, ihrem liebsten kaiserlichen Speisesaal. Die Wände waren übersät mit leuchtenden, doch verblassten Darstellungen des Kaiserreiches und aller darüber hinaus bekannten Ländern. Admora, Jokunda, Akavir, Piandonea und Tras. Über ihren Köpfen breitete sich verzerrte Bilder des Sternenhimmels in der großen Glaskuppel aus, die regennass den Raum überspannte. Blitze flackerten in Minutenabstand auf und ab und erzeugten fremdartige, gespenstische Bilder an den Wänden. »Wann werdet ihr von dem Rat sprechen?«, fragte Potema, als das Essen serviert wurde. »Ich bin mir nicht sicher, ob ich es tun werde«, sagte Magnus. »Ich glaube nicht, dass ich etwas zu sagen habe.« »Ich werde zu Ihnen sprechen, wenn Sie die Krönung von Kentyra bekannt geben«, sagte Sephorus. »Lediglich als Formalität, um meine Unterstützung und die Unterstützung von Hammerfell zum Ausdruck zu bringen.« »Ihr könnt für ganz Hammerfell sprechen?«, fragte Potema mit einem neckenden Lächeln. »Die Rotbadonen müssen euch sehr lieben.« »Wir haben eine einzigartige Beziehung zum Kaiserreich in Hammerfell«, sagte Bianchi. »Ach, das war seine Frau, Entschuldigung.« Sephorus. »Seit dem Vortrag von Stross zum Kai versteht man uns als Teil des Kaiserreiches, nicht als Untertan.« »Ich nehme an, dass ihr bereits zum Rat gesprochen habt«, sagte Magnus, Gattin Helena Spitz. »Oh Mann, da steht immer Gattin!« »Ich brauche mal Männerstimme, Entschuldigung.« Sie war von Natur aus diplomatisch, aber als cyrodillische Herrscherin eines agonischen Königreiches musste sie Missgeschicke zu erkennen und ihrer entgegenzutreten. »Ja, das habe ich«, sagte Potema und hielt inne, um ein Stück geschmorten Jalvogel zu genießen. »Ich hielt heute Nachmittag eine kurze Rede zur Krönung.« »Unsere Schwester ist eine ausgezeichnete Rednerin«, sagte Sephorus. »Ihr seid zu freundlich«, sagte Potema lachend. »Ich kann vieles besser als Reden zu halten.« »Zum Beispiel?«, fragte Bianchi lächelnd. »Darf ich fragen, was habt ihr in eurer Rede gesagt?«, fragte Magnus misstrauisch. »Es wurde an die Tür geklopft. Der Majordomus«, flüsterte Potema etwas zu, woraufhin sie lächelte und sich vom Tisch erhob. »Ich sagte dem Rat, dass ich der Krönung meine volle Unterstützung geben würde, vorausgesetzt, dass er weise handeln würde. Was könnte daran schlimm sein?«, sagte Potema und nahm ihr Weinglas mit zur Tür. »Wenn ihr mich entschuldigt, meine Nichte Kentyra wünscht ein paar Worte mit mir zu reden.« Kentyra stand in der Halle, nahe einer kaiserlichen Wache. Sie war bloß ein Kind, doch Potema erinnerte sich, dass sie in diesem Alter bereits 2 Jahre mit Mantiaco verheiratet war. Es gab eine Ähnlichkeit, das war sicher. Potema konnte sich Kentyra als junge Königin vorstellen, mit dunklen Augen und blasser Haut, glatt und fest wie Marmor. Zorn flammte für einen Augenblick in Kentyras Augen beim Anblick ihrer Tante auf, und die Gefühle verließen sie, wurde ersetzt durch ruhiges, dem einer kaiserlichen angemessenes Auftreten. »Königin Potema«, sagte sie ruhig, »man hat mir mitgeteilt, dass meine Krönung in 2 Tagen stattfinden wird. Eure Anwesenheit wird bei der Feierlichkeit ist nicht willkommen. Ich habe euren Dienern bereits Anweisungen gegeben, eure Habseligkeiten zu packen, und eine Eskorte wird euch heute Nacht zurück zu eurem Königreich begleiten. Das ist alles. Lebt wohl, Tante.« Potema wollte etwas erwidern, doch Kentyra und ihre Wache wandten sich um und schritten den Gang zum Prunksaal zurück. Die Wolfskönigin beobachtete ihren Abgang und betrat dann wieder den Kartenraum. »Schwägerin«, sagte Potema in tiefer Bosheit zu Bianchi, »ihr hattet gefragt, was ich besser kann, als Reden zu halten. Die Antwort ist, Krieg zu führen.« Oh, ja, das wird spannend. Es sind ja auch, glaube ich, nur noch 2 oder 3 Bände. Wird nicht mehr viel kommen. So, erstens, was ich falsch gemacht habe, ist, dass ich die Stimme von Uriel immer noch als Kinderstimme gemacht habe. Weil man einfach in diesem Band ein bisschen zu spät erfahren hat, dass in Wirklichkeit über 20 Jahre vergangen sind. Die machen immer so einen Sprung, weißt du? Von Band 1 auf 2 waren irgendwie 20 Jahre, fast 20 Jahre. Ne, ich glaube sogar nur 9 oder irgendwie sowas. Ne, doch, Quatsch. Fast 20 Jahre. Stimmt, die war ja 29. So, dann die nächsten Bänder waren die alle irgendwie 30, 31. Kann man ja verstehen, dass das vielleicht nur so ein Jahrunterschied ist. Und jetzt auf einmal ist die 54 oder sowas. Das weiß man doch nicht. Okay. Also Uriel ist mittlerweile ein bisschen erwachsener. Sagen wir mal so. Deshalb habe ich mich schon gewundert, als er gesagt hat, du sollst nicht wissen, was alles vorgefallen ist. Ich dachte so, das ist ein Kind. Was haben die gemacht? Aber okay.
Wusste ich nicht, tut mir leid. Und ja, dann halt die Frauen, aber gut. Ja, Potema will nicht, dass Kyntira den Thron besteigt, weil halt ihr Bruder, der Kaiser oder der König, wie auch immer, hat halt mit sehr vielen Huren geschlafen. Und ja, man geht davon aus, dass es eigentlich gar nicht seine Tochter war, weil sie halt immer mit wem anders im Bett war und somit das auch gar nicht feststellbar ist. Allerdings hat sich der Rat dagegen entschieden, will Kyntira als Kaiserin oder Königin haben. Und die hat natürlich davon erfahren, dass Potema das nicht wollte. Und jetzt hat sie Potema abgeschoben. Also von der Hochzeit verbannt. Von der Thronbesteigung verbannt. Und jetzt will Potema Krieg. Das kann was werden. Ich bin mal gespannt, wer diesen Krieg gewinnen wird. Entweder die Tante oder die Nichte. Wer weiß. Okay, meine lieben Freunde, ich hoffe, ihr wollt das auch wissen und deshalb schaltet ihr im nächsten Part wieder ein. Der kommt dann wieder, wie gesagt, morgen, hoffe ich mal, morgen ist ja wieder Schule. Ah, da bin ich wieder ein bisschen später zu Hause, scheiße. Aber egal, das kriege ich hin, kriege ich alles unter einem Hut. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr im nächsten Mal wieder einschalten würdet und ich sage bis dahin, tschüss.